Pilger. Plündern. Das bin ich. Das zählt für alles, okay. Ja, dann haben wir mal Homesteader im Hinterkopf. Ein Professor ist Julia auch nicht. Übrigens hat Julia jetzt hier gerade kein Mitspracherecht mehr, weil wenn es um Loot geht, da verstehe ich keinen Spaß. Schleichen und plündern, das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber Nahkampf, da muss ich ja, da ist dann viel kämpfen und so. Sanitäter, Medizin ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Schurke. Boostpack-Training. Xenobiologe. Nee, okay, warte. Julia, bist du auch zufrieden mit Homesteader? Das heißt, wir können alle Materialien, die wir so finden und so, können wir viel besser analysieren und verwenden. Und wir können viel looten. Oh, Nico, diese Nachricht ist so richtig. Wie bei Susi auf YouTube. Ja, ich will dich ja nicht beleidigen, aber du spielst wie so ein Brot. Ungefähr diesen Unterton hat dieses: Tut mir leid, bitte kein Timeout. Okay, es passt. Okay. Merkmale. Ne, warte, Alien-DNA. Du hast dich für ein riskantes Experiment freilich gemeldet. Ja? Harte Mittel. Harte Geschütze werden da aufgefahren im Chat. Darum schadest du mit erhöhter Gesundheit und hast mehr Sauerstoff. Allerdings sind Heil- und Nahrungsitems weniger wirksam. Oh, nee, das ist doof. Nee. Nee. Extrovertiert? Nee. Man kann es einfach slash unbannen, der Social Media Manager, dann ist das Timeout vorzeitig aufgehoben. Extrovertiert sind wir eigentlich nicht, oder Julia? Nico, du darfst wieder. Nico ist jetzt gegangen. Wie gesucht sind wir auch nicht. Nee, ne, extrovertiert ist nicht, nee. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan von dir auf und labert dich voll. Im Gegenzug wird er jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Geschenke? Hier gefällt mir ehrlich gesagt gar nichts so richtig. Muss ich hier was wählen? Stimmt, oder? Ja, lieber erstmal vorsichtig umgucken, Nico. Ich glaube, wir sind eher introvertiert, oder? Wir sind lieber alleine unterwegs. Die Frage ist, wie oft werden wir menschliche Begleiter haben? Kann ich das beeinflussen? Das denn? Wenn ich springe, habe ich mehr Sauerstoff und Gesundheit. Wenn ich nicht oft genug springe, dann nicht.
Und wie oft bin ich im Weltall und wie oft bin ich auf der Erde? Ah, ich weiß auch nicht, wir sind introvertiert. Und wir sind ein Empath. Und wir haben Fan. So. Ich muss leider noch mal kurz ein Profilbild für Julia machen. So. Wieso abbrechen? Die Merkmale finde ich irgendwie cool. Die sind so unterschiedlich. Man hat Charaktermerkmale, die sich dann direkt auf die Fähigkeit auswirken. Aber ich finde es spannend, dass man dann auch sowas wie das mit dem Haus. Ja. Ich weiß halt zum Beispiel noch nicht, was es mir bringt, zu meinen Eltern zu fahren. Enter. Ah, okay. Hab mir deine Akte schon lange nicht mehr angesehen. Noch härter als ein Miner auf einem öden Felsen im All hat eigentlich nur ein Farmer. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Oh, das war voll auf, es war ein Trip, sag ich dir. Ganz ruhig, Superstar. Sind wahrscheinlich nur die Endorphine von der Bewusstlosigkeit. Hab jetzt hier bitte kein Erlebnis, ja? Geht sicher gleich wieder. Viel wichtiger ist, wir haben, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir, wenn man vom Teufel spricht. Dieses komische Ding im Hintergrund hat mich gerade richtig erschrocken. So, Julia, willkommen an deiner neuen Arbeitsstelle. Moment, dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, Looten. die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Das ist ein Maus Hey, ich 3. sage ja nur, dass sie einen Ruf Ah. haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Oh, Genau wie die du siehst nicht Constellation. gut aus. War ein guter Auftrag. Du Ja. hast echt Glück, dass du dabei warst. Bin auch fast gestorben. War aber gut. Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Ja, du hast halt welche. Ich habe Eltern. Andere haben keine. Okay, wir machen jetzt mal ein bisschen, wir müssen ja vorwärts kommen. Ich bin schon 1,5 Stunden live. Ich wollte eigentlich nur 2 Stündchen machen. Alles okay? Willst du einen Kaffee oder so? Irgendwo habe ich was. Hey, das war mein Sandwich. Oh, Mann. Ich will nur meine Schicht überstehen. Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Okay, Dusty. Luftschleuse. Leg den Helm an. Wähle den Bereich unten rechts.
Wähle die Kategorie Helme. Julia, das sieht so gut aus. Habe ich den jetzt ausgewählt? Nee. Jetzt. Ich hätte keine Haare, habt ihr gesehen? Hängt. Ja, okay. Es wird gerade wieder gespeichert. HDD läuft auf 100%. Okay, dann hängt es aber ein bisschen. Aber es geht, solange es nicht abstürzt. Ist das unser Schiff? Oder wie so eine Maschine aus Horizon Forbidden West. Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist Person ist beschäftigt. Barrett? Lynn! Ist lange her. In der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal war sein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, die neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach die Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Sie ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich? Warst du auf dem Trip, ja? Moment. Er hat erst geredet und dann kam der Ton. Naja, man könnte sagen, in den unendlichen Möglichkeiten des Universums gibt es alles außer Zufälle. Okay, enttäuscht mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber die seltsamen Seiten des Alls sind nicht für jeden was, das verstehe ich. Hey, gib mir einfach die Credits, dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding wiedersehe. Ja, gib mir einfach das Geld. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße. Das ist die Crap. Was passiert hier? Oh, nee, schießen. Wie in den Notfallübungen. Wie hab ich mich? Entdeckung! Er sieht dich! Warte, wie wechsle ich meine Waffe? Komme ich ins Inventar? Warte, wie wechsle ich? Oh, immer wenn's speichert, hängt's. Das ist halt richtig nervig. Ja.
Okay, also hier ist gerade echt nervig. Konnte doch das automatische Speichern ausschalten. Temperatur ist entspannt, 47 Grad. Es liegt nicht an meiner Grafikkarte, es liegt... Ich musste das Spiel auf der HDD speichern, installieren, nicht auf der SSD. Und ich glaube, die HDD hat ein kleines Problem. Sobald die speichert, geht die auf 100% und dann hängt das Spiel. Aber ich habe auf meiner SSD keinen Platz mehr. Ich muss da mal ausmisten. Wer ist jetzt eigentlich böse? Ja gut, wenn es aber jetzt immer hängt, wenn ich kämpfen muss, ist das ungünstig. Ist der böse? Ja, die HDD ist zu langsam. Aber wie gesagt, ich hatte auf der SSD keinen Platz mehr. Geht schon, wir wollten halt nur mal reingucken. Wie viele sind da noch? Ja. Alles klauen. Looten. Fühl mich wie bei Valorant. Ist aber ein langen Lebensbalken. Du bist tot. Nicht auf mich schießen! Stopp! 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 Hab einen Helm gefunden. Erstmal looten. Ist das unser Schiff, das solche Geräusche macht? Oder ist das ein Soundbug? Natürlich wurde Barrett verfolgt. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Hey, ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber... Wir wissen nicht genau, was das Artefakt mit deinem Kopf angestellt hat, und da kann quasi nur die Constellation helfen. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß, aber sie ist kein meiner mehr, Len. Als sie diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Danke, Lynn. Nee. Also ich muss wirklich sagen, Lynn ist mir sowas von unsympathisch. Sie hat gerade zu Barrett gesagt, gib mir einfach das Geld und verschwinde. Kapierst du das nicht? Du hast hier keinen Job mehr. Du bist jetzt bei diesen Erkundern. Wohl oder übel.
Geh einfach, okay? Finde raus, was passiert ist, als du den Felsen berührt hast. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring sie zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier, kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Cool, eine Smartwatch. Soundbug. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Geliehen? Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören! Ihr lebt noch, was kann ich gegen diesen Soundbug machen? Julia von Sammel, Level 1. Ah, entspannt. Sollte ich die Waffe in der Hand lassen? Kann ich die wegstecken? Doch nachladen. Captain, ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Ist das persönliche Slate? Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Wir sind auf unserem Raumschiff. Ah nein, Entschuldigung, das hat Barrett ja nur geliehen.
ist nicht unser Schiff, weil wir müssen das für Barrett zurückgeben irgendwann. Wie kann ich jetzt aufstehen? Ah, okay, so. Ich hätte jetzt richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich als erstes hin, wenn ich zu Hause bin. Ich muss für so lange Trips echt mehr Snacks einpacken. Boom, Pop, mit Rhabarber, vielleicht ein Müsli. Erwin hat immer super Studentenfutter gemacht, mit kleinen Marshmallows als Sternen. Das vermisse ich. Mit kleinen Marshmallows als Sterne. Don't use. Na gut. Der ist voll viel wert. Ja, schon verkaufen. Ich dachte, achso, wir haben ja natürlich jetzt hier Sauerstoff auf. Diese im Forschungslabor Projekte ab, um neue Herstellungsrezepte zu entdecken. Um mit einem Forschungsprojekt voranzukommen, benötigst du Materialien. Dabei kann es sich um von Planeten extrahierte Rohmaterialien handeln, um organische Substanzen von Alien-Kreaturen und Pflanzen oder um an der industriellen Werkbank hergestellte Komponenten. Lecker. Okay. Kann man nichts machen. Julia, bist du bereit für deine erste Reise? Frau von Sammel. Wir könnten jetzt starten. Nie breiter. Oh no, das ist ja auch so eine eklige Steuerung. Wo müssen wir eigentlich hin? Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Flugerfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los.
Halte Alt gedrückt und wechsle mit WASD zwischen den Schiffssystemen hin und her und weise ihnen Energie zu. Willst du das Tutorial für das überspringen? Nee, ich will es nicht überspringen. Du musst mir das schon erklären. Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Fahrtmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. Was?